20. Hallo Mirko. Hallo. Hallo. Mirko, weswegen meldest du dich? Ich habe einen Fetisch. Da sind wir bei unserem Thema von gestern nochmal. Ja, genau. Ja, sehr schön. Was für einen Fetisch hast du? Ich stehe auf Badeanzüge. Ach, guck. Auf Badeanzüge von Frauen? Genau. Nicht auf Herrenbade. Ich glaube, das gibt's gar nicht. Das gab es früher in den 20er Jahren, Herrenbadeanzüge. Also Badeanzüge von Frauen? Genau. Erzähl, was genau für Badeanzüge und was machst du damit? Ich trage die. Ja? Nicht nur im Schwimmbad, sondern generell auch in der Öffentlichkeit. Was sind das für Badeanzüge? Beschreib sie mal ein bisschen näher. Jetzt gerade habe ich einen dunkelblauen an von Adidas. Ach, du hast gerade einen an. Wie schade, dass wir nicht skypen. Was würde ich dich gerne sehen jetzt? Aber so einen klassischen Badeanzug, wie man das bei den Mädels kennt. Also nichts Besonderes, kein Schnickschnack dran. Nein. Geschlossen oben? Ja, oben und unten geschlossen. Oben und unten geschlossen, Badeanzug. Genau. Jetzt gerade einen von Adidas, in Blau wahrscheinlich. Dunkelblau. In Dunkelblau, genau. Genau. Und ich finde halt das Material sehr schön. Mhm. Und jetzt sitzt du da in deiner Wohnung mit dem Badeanzug und, genau. hast sonst nichts an? Nee. Hast du den jetzt angezogen extra für unser Gespräch? Nein, ich habe halt den Badeanzug heute schon fast den ganzen Tag an. Das heißt, wenn du nach Hause kommst, ziehst du... Dann ziehe ich den sofort an. Und läufst dann so durch die Wohnung? Ja, genau. Bin aber auch im Sommer, wenn die Temperaturen es zulassen, damit draußen. Gehe damit zum Beispiel spazieren. Du gehst mit dem Badeanzug spazieren? Ja. Wo? In der Stadt, im Wald. Wie, du kannst doch nicht durch die Stadt im Damenbadeanzug gehen? Das mache ich. Aber dann hast du nicht das Ordnungsamt irgendwie an der Backe? Nein. Gucken, was sagen die Leute? Viele lachen. Einige haben schon Fotos gemacht. Ordnungsamt war aber noch nie da. Nee, ich meine, ist auch Quatsch mit dem Ordnungsamt. Du bist ja keine Erregung öffentlichen Ärgernisses, was du da betreibst. Du gehst ja nicht nackt durch die Stadt, sondern nur ein bisschen merkwürdig angezogen. Du gehst durch die Stadt, du gehst durch den Wald. Genau. Wo hältst du dich mit dem Badeanzug noch auf? Geh doch mal schwimmen mit dem Badeanzug. Das mache ich sowieso. Also das machst du sowieso, okay. Und ich fahre ab und zu U-Bahn und S-Bahn damit. In welcher Stadt? Stadt möchte ich eher nicht. Okay, dann kommen alle Leute gucken, vielleicht treffen wir ihn irgendwann. Aber sag mal, wenn du U-Bahn und S-Bahn fährst, dann kann es doch passieren, dass da vielleicht die ein oder andere jugendliche Clique oder jungen Clique dich ziemlich blöd anmacht, oder? Angemacht wurde ich noch nicht. Jugendliche haben Fotos von mir gemacht. Mhm. Hast du Glück gehabt. Könnte auch mal ein bisschen übler ausgehen. Das stimmt. Aber toi, bisher ist derartiges noch nicht passiert. Sehr gut. So, jetzt hast du ein paar Beispiele genannt. Gibt es noch Beispiele, wo du mit dem Badeanzug auftauchst? Also in gewissen Kinos und Saunen. In gewissen Kinos und Saunen? Also, Sexkinos oder was? Genau, ja. Bist du schwul? Ja, könnte man sagen. Ja, ein bisschen. Oder ein bisschen viel sogar. Ja. Ja. Okay, in so Kinos und in der Sauna muss man eigentlich nackt sein. Da fällst du dann auch wieder negativ auf mit dem... Direkt so in die Sauna gehe ich mit dem Badeanzug nicht, sondern in diesem Pornokino gibt es halt eine Sauna mit drin. Mhm. Da gehe ich nicht rein, sondern im Pornokino bin ich halt im Badeanzug. Okay, da bist du natürlich dann, da bist du die Attraktion wahrscheinlich. Ja. Was macht das mit dir, wenn du diesen Stoff auf deiner nackten Haut spürst? Es erregt mich. Immer? Ja. Aber dann bist du doch jetzt stundenlang schon erregt, wenn du damit durch die Wohnung läufst. Ja. Ist das so? Onanierst du zwischendurch auch immer wieder mal, um das auszuhalten? Ab und zu ja. Und also was ich auch im Sommer öfters mal mache, wenn ich im Wald bin und wenn mich dann keiner sieht, dann onaniere ich dort dabei. Okay, das ist natürlich schon wieder heikel, da darfst du dich nicht erwischen beilassen. Und dann hast du nämlich wirklich die Polizei oder das Ordnungsamt an der Backe. Genau. Denn das sollte ja nicht sein. Nee.
Wie hat das angefangen bei dir, Mirko? Durch eine verlorene Wette hat das mal angefangen, vor gut 10 Jahren. Was war das für eine Wette? Ich hatte mit einem Kumpel Flaschendrehen gespielt. Mhm. Und dann danach hatten wir dann irgendwie noch gewettet, ob ich mich trauen würde, irgendwie mal einen Badeanzug anzuziehen. Und da hast du dich getraut? Also hast verloren und hast dich dann getraut? Genau. Der Wetteinsatz war halt, dass ich mir einen Badeanzug kaufen sollte. Mhm. Bei Sport Karstadt. Mhm. Und den Badeanzug dann zum Schwimmen anziehen sollte. Zum Schwimmen? Genau. Und da hat es Klick gemacht? Genau. Und das war so das erste Mal, dass ich überhaupt mit dem Badeanzug in Berührung gekommen bin. Vorher gar keine Vorstellung gehabt, dass das irgendwie... Das ist ein bisschen komisch, weil der Badeanzug ist ja auch, bedeckt auch die ganze Brust. Ist es so, dass du flächig das Gefühl eben dann so gut spürst oder diesen Stoff so gut spürst? Ja, das kann man so sagen, ja. Ja. Wie viele Badeanzüge hast du? Es reicht schon an die 10 heran. Was kostet denn so ein Damenbadeanzug? Ich bin da ein wenig erfahren, das zu wissen. Sehr unterschiedlich. Ich schaue immer so nach herabgesetzten. Verstehe. Die kosten dann so 15 Euro. Ja, okay, kann man sich ja mal gönnen. Eben. Ja. So, du bist schwul, sagst du. Hast du einen Freund zurzeit? Momentan nicht, nein. Hattest du in den letzten Jahren mal einen Freund? Bis hier noch nicht, nein. Ah, noch nie in deinem Leben? Nein. Wie kommt's? Es hat sich noch nicht ergeben. Also es ist so, ich habe dort auch noch so eine gewisse Neigung, sage ich mal. Eine gewisse Neigung? Ja. Das heißt? Ich stehe darauf, gefesselt zu werden. Ja, okay, das haben ja viele. Und da findest du ja in der schwulen Szene in Massen Leute, die auch Spaß daran haben, dich zu fesseln. Ich bin auch irgendwie so gegen Sklave aus. Mhm. Aber so den richtigen Typen habe ich noch nicht gefunden. Aber du hast schon Sex mit einem Mann gehabt? Ja. Ja. Wo triffst du die Jungs? Ich bin auf gewissen Portalen im Internet unterwegs. Okay, dann klappt das ja schnell. Und hatte dort auch schon einige Kontakte gehabt, habe mich dann auch mit den Leuten getroffen. Und dort hatte ich dann schon Kontakt gehabt. Wie dominierend ist denn dieser Fetisch? Also von meinem normalen Leben hält er mich so nicht ab. Aber halt in der Freizeit versuche ich so häufig wie möglich halt den Badeanzug zu tragen. Ich wollte gerade sagen, wenn du sagst, wenn du immer nach Hause kommst und ziehst das Ding an, hat das ja schon eine starke Präsenz in deinem Leben. Ja, wie gesagt, es hält mich aber sonst nicht so von meinen anderen Sachen ab. Was machst du beruflich? Momentan studiere ich. Okay, darf ich fragen, was? Wirtschaftspsychologie. Ah ja. Wenn du einen Freund, wenn du dich verlieben würdest in einen Mann, würdest du es ihm gleich erzählen, dass du diese Neigung hast? Ich würde irgendwann zu Beginn dann schon darauf kommen, ja. Das würde ich an einer Stelle auch machen. Das darfst du nicht heimlich machen. Das ist albern. Und so, es ist auch kein schlimmer Fetisch. Es ist ein bisschen schräg, aber es ist ja auch nichts Dramatisches jetzt. Eben. Marco, danke, dass du uns ein bisschen von dir erzählt hast. Und zwar etwas sehr Persönliches. Jo. Dann wünsche ich weiter viel Spaß mit dem Fetisch. Aber ich wünsche dir eigentlich noch viel, viel mehr, dass du jetzt doch irgendwann mal eine Liebe erlebst. Das, glaube ich, wäre gut. Tut einfach gut. Jo. Viel Glück dazu. Vielen Dank. Tschüss. Und dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, Marco. Und Mirko. Und noch eine schöne Sendung. Danke, Mirko. Tschüss. Ciao. Tschüss. Was war alles hören, ne? Badeanzug, gestern die Wolle. Das hat mich ja noch lange beschäftigt. Der ganze Wollanzug ist ja auch sehr schräg. Vor allen Dingen in der Hitze. Hier ist Romy. Romy ist 35. Guten Morgen.